Schönen guten Morgen vom Hermannskogel. Es ist 7:30 in der Früh. Die Sonne ein bisschen grün. 30 Kilometer, 1100 Höhenmeter später. Und jetzt geht's auf nach Graz. Wir haben unser Ziel, das Hotel Südstraßgang, erreicht. Ich freue mich jetzt richtig nach meinem heutigen Lauf in der Früh da auf den Wellnessbereich, aufs Schwimmbad und auf die Sauna. Der Wellnessbereich vom Hotel? Es gibt doch eine kleine Sauna. Ich stehe hier oben bei der Pfarrkirche von Straßgang. Hier hat man einen relativ schönen Ausblick Richtung Graz. Und wie immer, ich weiß nicht, ob man es am Video kennt. Ich zeige mal mit dem Finger hin. Und zwar links am Haus vorbei sieht man auf den Schlossberg von Graz. In die Kirche reingehen wäre zwar möglich, aber es sind schon Leute drinnen. Es ist Sonntagmorgen. Ich nehme an, die werden sich schon für die Messe vorbereiten. Was ich allerdings zeigen kann, ist zumindest die Kirche von außen. Die Kirche von vorne auch noch. Und ich habe jetzt gerade eine Dame angesprochen. Und zwar, wenn man schaut, ich gehe jetzt mal mit euch vor zur Kirche und zeige euch was. Und zwar steht hier KK Haupt- und FB-Dekanatspfarrkirche. Und niemand weiß, wofür das FB steht. Und diese Dame so nett, die ich angesprochen habe, und lauft in die Pfarrkanzlei, um den Kirchenführer zu holen, um nachzuschauen, wofür FB steht. Bestens ausgestattet mit Literatur, wo ich auf jeden Fall nachschauen werde, wofür FB steht. Noch einmal ein Blick zurück zur Kirche. Schwenk mit der Kamera über den Friedhof. Und nochmal der wunderbare Blick auf Graz. Und dort vorne unten ist unser Hotel, wo es für mich jetzt zum Frühstück geht. Für uns geht es jetzt, nachdem wir ausgecheckt haben, darauf auf den Berg, und zwar drehe ich mich jetzt mit der Kamera und ich hoffe, ich finde ihn. Ja, genau da hinten. Da oben ist nämlich die sogenannte Florianenkapelle. Ich war ja vorher in der Kirche und die nette Dame hat eine Informationsbroschüre in die Hand gedrückt und hat mich aufmerksam gemacht auf diese Florianikirche. Und die schauen wir uns jetzt noch an. Da wären wir also, Florianikirche. Das schaut alles sehr hübsch aus. Jetzt haben wir da schauen, ob man da reingehen kann. Immerhin befinden sich Informationen hier auf dieser Tafel. Wer möchte, kann sich das gerne selber durchlesen. Das ist alles schön und gut. Das ist auch eine nette Geschichte. Es bringt aber nichts, weil man kann in die Kirchen nicht rein. Vor uns der Blick Richtung Choralpe und ich gebe zu, ich habe keine Ahnung, ist es da vorne vielleicht die Saualpe? Was davon ist die Choralpe? Ist die links von diesem schneebedeckten Berg? Bei Klagenfurt ist eher so in die Richtung. Ja, vielleicht weiß es irgendwer. Ich weiß es nicht, ich gebe zu, ich habe es auch anhand der Karten jetzt nicht wirklich gescheit eruieren können. Aber was ich da schon sagen kann, der Schwenk mit der Kamera
da hinten, da sieht man freies Feld. Das ist der Flughafen von Graz. Graz ist jetzt da genau, wenn ich mich so drehe, hinter mir. Und wir werden uns jetzt am Weg Richtung Graz machen. Wieder zurück in Straßgang. Jetzt nochmal der Blick, der wunderbare Blick auf die Kirche. Die Tür ist offen, die Messe ist vorbei und jetzt schauen wir da tatsächlich doch noch rein. Aller guten Dinge sind drei. Das ist die dritte Kirche von Straßgang, die Roberti-Kirche. Und jetzt werden sich vielleicht einige wundern, warum ich heute nur Kirchen zeige. Eigentlich wollten wir in Graz in die Rettenbachklamm fahren. Nur nachdem mir die nette Frau diesen Kirchenführer von hier in der Früh gegeben hat und die diese drei Kirchen drin gesehen hat, haben wir gedacht, okay, drehen wir das Programm um und schauen uns die drei Kirchen von Straßgang an. Leider bleibt einem der Zugang zur Ruperti-Kirche genauso wie zur Floriani-Kirche verwehrt. Interessant finde ich aber das Detail, dass die Kirche hier auf einem Bauernhofgrund steht. Und ich hätte in meinen Unterlagen ja tatsächlich auch die Beschreibung, warum dem so ist. Aber wenn ich es jetzt vorlesen würde, würde das den Rahmen sprengen. Auf der Suche nach der Möglichkeit, ob man mit dem Klimaticket die Schlossbergbahn benutzen darf, habe ich entdeckt, dass es jetzt da drinnen im Schlossberg eine Rutsche gibt. Und jetzt schauen wir uns das an. Wenn die offen hat, dann glaube ich, steht dem Vergnügen nichts mehr im Wege, da einmal runterzurutschen. Hier unten ist das Ziel von der Rutsche. Da kommen wir runter. Man sieht da eh schon die Rohre. Wir sind hier im Dom im Berg. Da sieht man auch die Lokomotive, weil nämlich, schwenk mit der Kamera, hier gibt es auch die Märchenbahn. Das wird ein Spaß. Da hier oben urviel Leute sind, ist es fast unmöglich, irgendwas zu filmen, wo man nicht überall Leute im Video hat. Ich mache einfach jetzt einen Schwenk mit der Kamera und jetzt geht's ab zur Rutsche. Ab die Brust. Danke. Das ist ja Wahnsinn! Ja. Naja, viel sehen tut man ja nicht mehr erinnern. Ist fürs Video heute alles so spannend. Da müssen wir halt akustisch was liefern. So Maria! Yes! Komm, waren wir oben, waren wir auch schon wieder unten. Das ist spannend, ja, sagen wir es so. Ist ein bisschen schlecht, ein bisschen schwindelig, aber macht's es, das ist echt witzig. Mit einem Blick auf die Murinsel, auf die Schlossberg und den Grazer Uhrturm verabschiede ich mich für heute. Wir werden uns jetzt am Weg nach Wien machen. Ich sage wie immer danke fürs Schauen vom Video und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!